Guten Abend und grüß Gott, sage ich im Namen der Pfarreiengemeinschaft Maria an der Sonne Hößbach. Ich habe für heute Abend einen Text, ja ein Gebet von Paul Weißmantel ausgesucht, das ich mit Ihnen teilen möchte. Gott, du Schöpfer des Weltalls, des Himmels, der Erde und eines jeden Menschen. Du bist vertraut mit all unseren Gedanken und Gefühlen, Ängsten und Zweifeln, unserem Hoffen und Bangen, Kämpfen und Ringen. Darum strecken wir uns in dieser Krise nach dir aus. Suchen wir bei dir Rat und Hilfe. Tasten wir nach deiner Hand, um uns von dir berühren und halten zu lassen. Hilf uns, Anteil zu nehmen und solidarisch zu sein in unserem Beten und Verhalten. Segne alle, die jeden Tag ungeheuer viel durchzustehen und zu bewältigen haben. In Sozialstationen, Krankenhäusern und Seniorenheimen, bei der häuslichen Pflege und Kinderbetreuung, im Einsatz für die Grundversorgung der Menschen. Erweise du uns in allen Lebensbereichen deinen Beistand und Schutz. Bewahre du uns, o Gott, im Geheimnis deiner unzerstörbaren Treue. Deine Geistesgegenwart belebe und helfe uns. Deine Heilkraft stärke und erhalte uns. Dein Antlitz erleuchte und tröste uns. Dein Segen schütze und begleite uns. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gute Nacht.